Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 18. Februar und unser heutiges Geburtstagskind ist, haltet euch fest. Ich bin mal gespannt. Hältst du dich fest? Wer hat heute Geburtstag? Du musst mit beiden Händen festhalten. Okay, ich halte mich fest. Und zwar ist das Oliver... Oliver? Pocher. Oliver Pocher hat heute Geburtstag. Genau. Das ist ja in einer Hose da. Der ist 1978 ist er geboren worden, der Oliver Pocher. So ist das. 1978. Der ist 4 Jahre jünger als ich. Oh, da jetzt muss ich rechnen. Na, 78 minus 4. In 4. 2 Jahren habe ich Geburtstag, dann kommt der Pudding dazu. So, ja. Also vor 7 Tagen. Ja, genau. Genau. Ja, der hat ja sich schon mit manchen ein Wortgefecht geliefert. Ist auch der Lochschwager von Boris Becker. Wollte ich gerade sagen, mit Boris Becker, Meier Vorfeldern. Nee, wie heißt die? Wie heißt die? Nein. Die Perle? Nee, die hieß... War das nicht die... Nicht die Wohlfahrt. Die Wohlfahrt war beim... Nicht Wohlfahrt. Wohlfahrt, was? Wie hieß die? Da weiß ich nicht, wie die hieß. Da war der Boris dran und dann war der Olli dran und da ja, hat ich ja auch noch sowas geschrieben wie hier viel Spaß bei der Scheidung, das wird teuer, hahaha, pipapo. Die hieß Sandy, keine Ahnung. Sandy Meyer leckt mich doch am Arsch. Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare ja, rein. Warum sollen wir immer die ganze Arbeit machen? Ja. Ich hab die Schnauze so voll. Ja, wieso schreibst du denn so ab, wenn du keine Ahnung hast von dem ganzen Kram? Also, der Olli Pocher hat Geburtstag heute. Herzlichen Glückwunsch. 18. Sabalot. Februar, Mensch. Ja, was ist noch passiert am 18. Februar? Am 18. Februar heute hat ja Gambia auch seinen Nationalfeiertag, weil es unabhängig geworden ist 1965 von Großbritannien. Okay, das war also auch eine britische Kolonie? Interessiert. Interessant. Interessiert, ja. Ja, Gambia. So wie Indien. Ja. Also lauter Länder mit ganz vielen Vokalen im Namen. Ja, und 1952 ist Türkei. Ach nee, komm, mach mal weiter. Ich habe noch was mit der Türkei. Aber ich habe, glaube ich, was übersprungen. Mach mal weiter. Ich glaube auch. Ja, du bist jetzt eigentlich dran. Ne? Genau. 1960 ist genau an diesem Tag Richard Nixon dahergekommen und hat die 8. Olympischen Winterspiele in Squaw Valley bis zum hat sie eröffnet und die dauerten bis zum 28. Februar. Squaw Valley? Squaw Valley, ja. Waren die? Für die Eröffnungsfeierlichkeiten war Walt Disney zuständig, was ein Hammer ist. Und Nixon war übrigens von 69 bis 74 der 37. Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Also der Walt Disney, der heute diese Star Wars Filme verhunzt hat. Oh, und Nixon ist bisher der einzige Präsident der Vereinigten Staaten, der von seinem Amt zurückgetreten ist. Grund dafür war die Watergate-Affäre. War die Watergate? An dieser Stelle ein kleiner Appell an die Welt da draußen. Hm. Ihr habt es einmal geschafft. Ihr könnt es nochmal schaffen. Mit dem Nixon? Nicht mit dem Nixon. Ihr wisst schon nicht. Der Nixon kam besonders gut. Ganz genau. Aber jetzt kommen wir zur Türkei. Ja. Türkei und Griechenland sind 1952... Oh, die hatten noch ganz schön viel Knatsch, ne? Ja, sowieso. Aber am 18. Februar 1952 sind Türkei und Griechenland der NATO beigetreten. Zypern ist doch so das Problem gewesen meistens, ne? Ja. Mit den Griechen und den Türken. Lass doch mal die Zypresen raus. Das heißt Zypresse. Nein. Nein? Gut. Nein, also, Zypresse ist was anderes. Sie sind wem beigetreten? Wen haben sie angetreten? Der NATO. Der NATO. Uiuiuiui. Das heißt, wir haben in der NATO jetzt auch Blauhelme aus der Türkei und aus Griechenland. Auf jeden Fall sind die 1952 NATO beigetreten. Das ist hier doch hier. Was soll ich denn machen? Weißt du eigentlich, Hellas an dieser Stelle und Güle Güle, weißt du eigentlich, welches die Farbe der Griechen schlechthin ist? Die Farbe? Mhm. Guck mal auf die Flagge. Blau. Richtig. Ja. Deshalb passt das. NATO, Blauhelme, Griechenland, zack. So schließt sich der Kreis. Ja, das war eure Tagesdosis. Angeberwissen. Ihr könnt jetzt raus in die Welt gehen und könnt mit diesen ganzen Nixon-Kram und Türkei und was haben wir noch erzählt? Bringt nicht alles durcheinander. Egal. Das machen wir alles, schon. Könnt ihr alles heute, könnt ihr angeben wie Sau und könnt ihr richtig mal einen Dicken raushängen lassen. Und wir kommen morgen wieder. Wenn es wieder heißt, deine Tagesdosis Angeberwissen. Aber jetzt sage ich erstmal Cheerio mit Sophie. Viel Spaß. Ciao.